Hey, wie kriege ich denn so ein Kuhpferd hin? Ach, das ist dort, das ist... Ah, dieses Kuhpferd ist also mit einem bisschen weniger Kuhfleckenpferd und den, den wir gerade gezüchtet haben. Nee, ist es überhaupt nicht. Hä? Moment, das ist ja... Moment, wir haben jetzt... in welcher Tabelle? Ich gucke, ich glaube gerade in der falschen Tabelle. Ach Mensch, dort ist es doch. So, wir haben dieses Pferd und wir kriegen daraus jetzt... Ich will aber aus den und den soll... Es ist irgendwie sehr seltsam. Na ja, gut, okay. Das muss erstmal groß werden. Das ist alles ganz komisch hier. Das ist alles noch komplizierter gemacht. So, und ich brauche mal ein paar Eimer. Und guck gleich mal, ob noch Redstone da ist. Und dann ist das hier auch fast fertig. Dann müssen wir hier unten nur noch den Abfuhr-, Zu- und Weglauf verbessern. Da hatte ich auch schon mal zum Glück ein bisschen rumprobiert, dass das alles... eigentlich nicht das Problem sein sollte. Zu? Hä? Ah ja, genau. Hm. Also außer die übrigen Probleme, die ich halt so grundsätzlich habe, ne? Ist da ja. So. Ich komme aber immer wieder, das ist hier beim Bauen ist es immer echt doof. Ich komme dann immer wieder vom Erzählen leider ab. Wie gesagt, Gamescom. Und ansonsten war das eigentlich so der Haupteindruck, den ich hatte, laut. Es war einfach schweinelaut dann in einigen Hallen, weil sich die Stände, die ja nebeneinander waren, jeder hatte da seinen Sound und wollte den anderen, so hat sich zumindest angehört, übertrumpfen und lauter sein. Und da ist einfach nur eine Reizüberflutung. Es hat nur noch gedröhnt, gebrüllt und gemerkt, das war irgendwie, also das ist so das laut. Einfach laut. Man hat echt nichts mehr verstanden. So. Das Wasser brauche ich. Muss das Wasser hier lang fließen? Nö. Das brauche ich hier gar nicht lang fließen, weil ich es ja hier einfach neu mache und dann da, wo es runterfließt, es trifft sich dann hier irgendwo in der Mitte und. Ach ja, genau deswegen, weil ich hier Wasser einsetzen musste, muss ich hier sowieso alles. Nochmal dort unten anders bauen. Ja, ich erinnere mich. Und weil ich mich daran so toll erinnere, werde ich jetzt erstmal schlafen gehen. Ja, das war irgendwie so einfach nur laut. Dann hat jeder mit seinem Promotion-Zeug da rumgebrüllt. Wegen den T-Shirts und hin und her. Ja, mach mal das, mach mal dies, um so ein T-Shirt zu bekommen. Wobei man ja eigentlich weiß, das ist ja, die sollen das Zeug ja raushauen. Aber nun gut. Ja, und teilweise hast du einfach, das war einfach nur, auch nur laut und gebrüllt. Man hat gar nicht, also fand ich zumindest teilweise auch gar nicht verstanden, was die überhaupt gesagt haben, was die überhaupt von einem wollen. Das war so ein bisschen ärgerlich. Und gerade auch das mit dem Anstehen und alles, also bei mir ist eigentlich mehr oder weniger so der Eindruck hängen geblieben, war nicht so dolle, das Ganze, weil auch, wir waren dann durch. Ich war auch sehr überrascht. Ich so, hä? Jetzt schon durch? Alles gesehen? Da habe ich mir dann auch gedacht, so, jetzt kann ich auch verstehen, warum sich manche da die Zeit nehmen, zwei, drei und mehr Stunden irgendwo anzustehen. So viel ist es ja nie, was man generell sehen kann. Ja. Und dann war es das auch schon wieder. Deswegen war irgendwie, weiß ich nie, nie so teure Getränke, teures Essen, also wirklich ganz schön teuer. 3 Euro für so einen kleinen Kaffee. Mann. Energy Drinks will man gar nicht reden. Aber so wirklich der Reißer war das irgendwie nie so. Keine Ahnung. Also das, da war ich fast schon das mit den Trailern. Das fand ich ganz cool, wo ich die ganzen Trailer gesehen habe. Auch wenn ich jetzt schon wieder feststelle, dass ich da so an einigen, ich weiß gar nicht mehr, was es so alles war. Aber das ist im Endeffekt die Trailer, die sieht man auch. Kannst du ja auch im Internet angucken und dann später, wenn die nie sogar jetzt schon draußen sind, und dann ist auch gut, dafür braucht man da jetzt nie unbedingt hin. Wie gesagt, da waren noch cool die Leute, die man da gesehen hat in ihren Kostümen. Das war da noch mit das Coolste dran. Also das war ganz interessant, da mal so einige zu sehen. Aber sonst war irgendwie, weil es wirklich da nichts gab, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt unbedingt, da will ich jetzt stundenlang für anstellen, dass ich das mal jetzt schon anspielen darf.
War überhaupt nicht. Ich habe mir ein paar Eindrücke von einigen Spielen, die ich so alt gesehen habe, geholt. Das neue dran. Ach so, das sollte ich eigentlich noch offen lassen, weil ich das Wasser reinkippen will. Aber dann mache ich dann hier den Erdhaufen weg. Das Transformers War of Cybertron, das fand ich jetzt nicht schlecht. Also von der Grafik her. Das könnte vielleicht, wenn das rauskommt, auch ein Kandidat sein. Wobei ich, oh boah, ich habe eigentlich so viel, was ich gerne noch Let's Playen würde. Und auch das eine, wo jetzt schon bald was kommt, ne? Terrorherrschaft und sowas, wer bei Facebook ist oder wer da ab und zu mal vorbeischaut, man muss sich ja nicht anmelden, um da zu gucken. Der weiß, da hatte ich jetzt mal was gepostet dazu, zwecks Terrorherrschaft und Pipapo. Dort ist so ein ganz helles, kann ich so ein ganz helles gebrauchen? Muss ich nochmal gucken hier, ganz hell? So ein ganz helles? Ein ganz helles ergibt... Ein ganz helles... Was? Wie? Achso, nee, das ist ein Mais. Das kann ich ein ganz helles mit so einem... Mit so einem Zweier. Ganz helles mit so einem Zweier ergibt eins mit einem Fleck, wo ich nicht mehr zuordne. Nee, das ist ein Einserpferd. Das ist das einzige Dreierpferd, was dabei rauskommt? Echt jetzt? Dieses Kuhgescheckte? Verdammt! Oh, und da sehe ich gerade... Mist. Wir hätten das Schwarze dann doch gebraucht. So ein schwarzes Pferd. Hm. Aber das ist schon weg und ist wahrscheinlich sauer auf uns, wa? Also, weil wir es getötet haben wahrscheinlich, vorzugsweise. Naja, gut, okay. Ich wollte gucken. Meine Güte. Ja, und deswegen war das jetzt nie so unbedingt... also ich bin ja... Gut, dadurch, dass ich nie jetzt zig Stunden dahin fahren musste und alles, fand ich das jetzt nicht so schlimm. Das war... Man musste... Also, um da generell reinzukommen, war auch nicht... muss man ja auch nie ewig anstehen. Nee, wenn, dann ist das da über mal Haupt nie drin. Ah, juhu. Juhu. Man musste da ja nicht lange anstehen. Man ist ja direkt reingekommen. Wahrscheinlich, weil die auch keine Karten mehr verkauft haben an dem Tag. Ins Gelände selber und ist soweit so rein. Und wie gesagt, dann... Ganz schönes Gedränge, teilweise zu laut, sodass du nichts mehr gehört hast. Das war dann alles irgendwie nie so prall und man kommt doch nie so wirklich dazu. Ja, die Zeit, weiß ich nie. Da so lange für anzustehen, vielleicht bin ich da auch generell einfach nie so unbedingt der Typ. Oder mir war es an dem Tag nie so. Aber das war, wie gesagt, ein wenig schade, was das angeht. Hier muss ich irgendwo einen Repeater dazwischen knallen, das weiß ich jetzt schon. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir uns hier wieder unter der Mauer legen. Buddeln, hau ab. Miau. Ruhe. Und deswegen war das jetzt irgendwie... was auch noch war, da war ja draußen ganz, also wenn ich jetzt sage ganz hinten, keine Ahnung, ob das also Hinterhalle, was waren das, 11 oder keine Ahnung, war ja dann noch so, das war eigentlich eine ganz coole Sache. Haben wir nur auch viel zu spät mitbekommen, was heißt viel zu spät, dort war mir halt relativ spät eigentlich einfach erst, war es so, dort war, konntest du Motorrad fahren. Und zwar mit und ohne Führerschein, da hatten die verschiedenen Dinge und hin und her. Hast Schutzkleidung bekommen und dann konntest du dort loslegen. Das war eigentlich eine ganz coole Sache. Da hat uns sogar noch eine, nennen wir es mal Animateurin, keine Ahnung, die das halt gemacht hat, hat uns damit angesprochen, ja, wollt ihr den Motorrad fahren, könnt ihr hinkommen, braucht ihr euch mal anmelden und hin und her, Schutzkleidung gibt's alles. Und dachten so, ja, super, das ist doch cool, fahren wir mal Motorrad. Und was war natürlich? Wir kommen da an und genau vor uns machen die genialerweise einen Anmeldestopp. Die vor uns ist noch angekommen und wir haben in die Röhre gekocht. Das war dann auch wieder super. Gerade weil die anderen uns ja, ich meine, Gott, das wird die jetzt auch nicht gewusst haben, aber ist ja auch egal. Die hatte da halt gerade noch uns das gesagt und da war an und da konnte man, glaube ich, erst wieder anmelden, sich ab 14 Uhr. Na gut. Dachten wir so, naja, gucken wir uns noch ein bisschen was anderes an. Bis dahin habe ich gedacht, es gibt noch Unmengen, was man sich noch ansehen kann, ja. Wo ich ja dann später eines Besseren belehrt wurde. Das reicht immer noch nicht. Also hier noch ein Repeater dazwischen quasi. Naja, gut. Moment, da klaue ich mir den von da hinten. Da brauche ich hier noch einen machen. Da. Hopp, komm her. Da ist das auch
ins Wasser gefallen, wobei man sagen muss, man geht natürlich auch nicht unbedingt auf die Gamescom, um Motorrad zu fahren. Also das wäre jetzt nicht das Highlight, aber das wäre eine ganz coole Sache jetzt so rein. Da nochmal gewesen, aber ich muss noch einbauen. Ja, das ist dann auch schief gegangen, so, und dann sind wir halt da rum und hin und her, und dann war es aber so, das, was die gesagt haben, ich hatte das zwischenzeitlich schon wieder vergessen, dass doch die Gäste, die trotzdem noch reinkommen wollen, sollen, dürfen, müssen, wie auch immer, sollen doch bitte 14 Uhr wiederkommen. Und Punkt 14 Uhr gab es dann auf einmal nochmal einen Besucheranschluss, da sind nochmal Haufen Leute reingekommen und dadurch dann die Schnauze voll, weil was waren so eine Unmengen, da hat sich das Ganze noch mehr gefüllt, das war echt, also das war echt scheiße. Gut, ich kann es von Veranstaltungen verstehen, klar, das hat nochmal ordentlich Kohle mit reingebracht, alle ihre Karten da geholt und was weiß ich nicht alles, aber so für dort war echt blöde. Das hat mir, da war es dann vorbei, da sind wir dann auch gegangen, weil dort ist es dann noch enger geworden, da war das Ganze dann nicht mehr so dolle. Und da muss noch einer hin, sonst läuft mir das hier alles aus, die Suppe. Da war dann nicht mehr so doll. Das Ganze, das war ehrlich gesagt ein bisschen... Oh, Moment mal. Ich muss hier gerade... Hallo? Mr. Kolben? Hallo? Was ist denn hier los? Würden sich die Kolben mal bitte dazu entschließen, ausgefahren zu werden? Bin ich denn hier... Bei Windstil. Ach, ich Idiot, ich habe die falsch rum angekracht. Bin ich mal gespannt, wer. Na. Mal sehen, ob diese Änderung noch mit in der Folge drin war, wo ich die angebracht habe, oder ob da was kommt. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ja, klar, ich habe die so hier angebracht, war. Nee. Aber ich habe es nur gemerkt. Das muss mir angerechnet werden. So. Ich habe das Problem selber gefunden. Mir fällt gerade schlicht und ergreifend ein, dass das hier hochgehen muss, weil wenn ich hier zuziehen will, ist das sonst blöde. Achso, ist jetzt schon Wasser geflossen? Nee, kann ja gar nicht, ist ja gar kein Wasser oben drin. Verdammt, ich Dämel. So, Moment. Wir holen. Die ganzen Eimer sind ganz woanders, die sind doch alle in der Universität. Nee, dann keine Eimer, dann baue ich das jetzt soweit erstmal zu und wir holen dann zum Schluss Eimer. Aber ich kann ja schon mal... Achso, nee, das müsste ja nicht mehr funktionieren. Ach ja, genau, der sollte ja eh woanders hin. Das muss man dann auch noch machen. Ach, dort unten muss ich eh nochmal reinkriechen. So. Aber das andere... Ach, da brauche ich wieder eigentlich einen Eimer für. Wenn ich das hier weggerissen habe... Wenn ich das dann... Ah, ich habe hier irgendwann mal einen Hasen eingebuddelt. Das ist ja interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So, ich fülle das jetzt erstmal wieder aus, auch wenn das eigentlich sinnlos ist, weil ich muss dann eh hier wieder einiges davon wegmachen. Und was ich schon... Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was war denn das? Ein was musste auf jeden Fall... Ach ja, genau. Für die neue Verkabelung... Die Kiste kommt dann auch weg, die reise ich nun jetzt ab, weil ich da... keinen Platz für, hab, für die neue Verkabelung. Warte mal, wo ist denn jetzt die Mitte? Das hier ist jetzt Mitte, wenn mich nicht alles täuscht. Blub. Oder? Ja, das hier ist Mitte. Muss ich das nur noch schaffen, dass das hier auch, doch, das ging. Das ging, glaube ich. Dass es hier ankommt, wo es denn ankommen soll. Zwar tiefer, aber es kommt an. Ich gehe immer so weit weg darüber von dem Mikrofon. Das ist ungünstig. So, schlafen. Aus jetzt. So.